Ja, wir stellen heute vor das gemeinsame Programmheft des Jülicher und des Opladener Geschichtsvereins. Und dieses Programmheft ist insofern eine Neuerung, dass wir erstmals gemeinsam als Jülicher und Opladener Geschichtsverein nicht nur zusammen Fahrten und Veranstaltungen gemeinsam durchführen, sondern auch gemeinsam bewerben. Und dieses Programm umfasst natürlich all das, was bisher auch im Programm des OGVs vorhanden war, also Vortragsreihen, Sonderveranstaltungen und auch natürlich die Studienreisen. Und da kann ich nur von dir vielleicht zwei Sätze zu sagen. Ja, wir kooperieren ja schon seit geraumer Zeit bezogen auf die Studienfahrten, was sich für beide Vereine als sehr positiv herausgestellt hat, weil die Auslastung der Fahrten dadurch deutlich zu erhöhen war und damit natürlich auch die Kosten besser zu bewältigen sind. Und das haben wir in diesem Jahr nun so weit fortgeführt, dass wir das Programm, was wir bisher getrennt publiziert haben, jetzt eben gemeinsam vorlegen, was natürlich auch Synergien schafft im Hinblick auf Druckkosten und Verteilung. Und die Fahrten reichen von einer großen Fahrt nach Frankreich, die 10 Tage dauern wird, über den Besuch der Documenta bis hin zum Bereich Berlin-Brandenburg unter dem Thema 300 Jahre Friedrich der Große. Ja, neben diesen Studienfahrten, Tages- und Tagesfahrten, gibt es natürlich auch Veranstaltungen, die die einzelnen beiden Vereine separat in Jülich oder in Leverkusen durchführen. Das sind natürlich Veranstaltungen an Aktionstagen, der Tag des offenen Denkmals und Internationaler Museumstag. Hier in Leverkusen ist natürlich wieder das Geschichtsfest am Tag des offenen Denkmals am 9. September ein Höhepunkt. Neben der Ausstellung, die wir hier in der Villa Römer zeigen werden, mit dem Thema vom Bayerwerk zum Tempelhof Leverkusen, die vom 19. Juni bis Ende Januar 2013 hier in der Villa Römer zu sehen sein wird. Ja, und was die Ausstellungen angeht, haben wir ja in diesem Jahr schon eng kooperiert in Bezug auf Napoleon. Und diese Ausstellung, die in diesem Jahr in Leverkusen zu sehen war, wird ab dem 20. Mai im Museum Zitadelle Jülich in abgewandelter Form zu sehen sein. Ja, neben dieser Ausstellung wird es auch eine Publikation geben, der neue Montanus im Jahre 2012, wird in der Schriftleitung von Guido von Büren sich mit dieser Ausstellung beschäftigen und ist dann auch zum Ausstellungseröffnungszeitpunkt geplant, dass sie dann veröffentlicht werden soll. Alle weiteren Veranstaltungen, auch Vorträge, aber auch die Publikationen, die beide Vereine anbieten und auch unsere Archiv- und Bibliothekstätigkeit finden Sie auch in dem Programmheft, was in 5000 starker Auflage, 2000 in Jülich, 3000 in Leverkusen, dort in beiden Städten überall ausliegt und die Bürger herzlich eingeladen sind, sich zu informieren und an den Veranstaltungen teilzunehmen.